So sehen die Haare aus. Hi Leute, wie ihr gesehen habt, stylen wir heute meine Haare. Ja, das sind mein Natural Hair, ich weiß, ich habe super lange Haare. Ja Leute, das ist eine Wig, oh mein Gott, man würde denken, it's my natural hair, dies, das, Ananas. Aber nein Leute, es ist eine Wig, like, ja, die sieht einfach so gut aus. Wir stylen sie, machen so hier ein paar kleine Abänderungen, dies, das, gleich gemeinsam. Wenn euch solche Videos gefallen, Leute, vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Vergesst nicht, um meinen Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos. Und dann fangen wir mit dem Styling der Haare an. Als allererstes nutze ich meinen Hitzeschutz. Das hier ist von Isana. Nutzt irgendeinen Hitzeschutz, das ihr habt. Hitzeschutz ist Hitzeschutz, meiner Meinung nach. Aber ihr gönnt den Haaren, dass die wirklich schön geschützt sind, bevor jetzt gleich die Hitze drauf kommt. Dann nutze ich hier, das habe ich auch von AliExpress, ich verlinke euch das. Das ist so ein Stick, so ein Cremestick, so sieht das aus. Und das ist einfach nur, um die Haare hier runter zu sticken, also zu kleben. Man klebt sie jetzt nicht wirklich, aber das hilft, weil ich jetzt gleich nochmal mit einem Hotcom durchgehen werde. Und das ist so hilfreich, wenn man vorher das hier nutzt. So, mal durchgehen. Hotcom habe ich auch von AliExpress, verlinke ich euch unten. Ihr findet einfach alle Sachen, die ich nutze, da unten. Oh yeah. Habt ihr das gerade gesehen? Like, So, wir kämmen nämlich sie uns runter. Die kriegen auch dadurch so einen Glanz, wenn ich vorher sie behandelt habe mit dem Zeug. Okay, das sieht so gut aus. Das sieht so gut aus. Okay, das haben wir jetzt. Ich mache jetzt kurz weiter mit meinem Babyhair. Natural looking wig, like girl, bye. So, bei den Babyhairs verwende ich das hier. Ich verlinke euch einfach alles unten. Ich werde es jetzt nicht nochmal sagen, sondern für die Babyhairs verwende ich das. Und ja, we glue the Babyhairs down. Das machen wir jetzt. Wenn euch die Babyhairs ein bisschen zu viel sind, könnt ihr sie auch einfach mit in die Haare hier reinnehmen, einen Teil, und den anderen Teil dann runter machen, weil das war mir jetzt zu viel Babyhair. Das sieht sonst so leicht unnatürlich, also das heißt leicht, das sieht dann sonst halt unnatürlich aus. Deswegen ich jetzt den größten Teil hier nach oben. Wisst ihr was, für die Haare hole ich mir jetzt nochmal, damit sie nicht so stiff sind, hole ich mir jetzt nochmal ein Schaumfestiger. Den hier von Balea. So Leute, die Babyhairs müssten jetzt durch sein. Ich habe noch so ein Band dran gemacht, damit sie schneller trocknen oder besser haften, wie auch immer. Dafür nutzt man das ja. So, irgendwie gefallen mir die Babyhairs vorne hier irgendwie. Ich packe die mal so ein bisschen auf. So. Und dann können wir jetzt mit dem Haarglätten beginnen. Wir hatten ja schon unser Haarspray reingemacht. Also nicht Haarspray, sondern unser Lidschutz. Was ich jetzt noch machen werde, bevor ich anfange, ich nehme mir noch mal so einen Concealer und irgendwo ist ein bisschen deutlich. So, seht ihr, das sieht einfach besser aus. Ich nehme mir einfach welche. Ich mache es, glaube ich, so, dass ich so anfange und dann wir glätten sie einfach. Und mein Glätteisen, das ich verwende, wie immer, ist das von Resistible Me. Das ist todesheiß. Mal gucken, ob ich das so ein bisschen reduziere. Aber sieht gut aus. Doch, sieht gut aus. Kann man machen. Das, die Wärme ist schon in Ordnung.
die erste Seite ist fertig. Ihr seht das, den Unterschied. Runtergeglättet, noch nicht runtergeglättet. So Leute, die Haare sind geglättet und oh mein Gott, was für ein Ergebnis. OMG, was für ein nices Ergebnis. Ich gehe jetzt nochmal mit meinem Hotcomb durch. Ich habe sie jetzt runtergeglättet. Mit dem Hotcomb nehme ich nur die Haare mit, die einfach nicht mitgeben wollen, aber müssen. Das Gute ist, ich kann hier, das finde ich super duper. Oh, super duper an meinem Ohr. Und dasselbe, wie gesagt, kann ich hier machen. Was ich noch machen werde, ich nehme mein Haarspray, also das. Dann gehe ich jetzt noch mal mit dem durch. Leute, das war's. So sieht meine Frise aus. So sehen die Haare aus. Ja, ich bin verliebt in den Haaren, weil es gefällt mir richtig gut, wie sie was rausgekommen ist. Sie sind richtig schön glatt geworden. I love it, I love it. Ich liebe die Länge, ich liebe einfach diese Haare. Die Mimiken so hardcore, black hair, die relaxed sind. Die Haare sind einfach Hammer, also kann man nicht meckern, kann man nichts sagen. Also Leute, es hat mich gefreut. Wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt, dann folgt mir auf jeden Fall. Unten habe ich euch alle Produkte da gelassen, die ich benutzt habe, um meine Haare so hinzukriegen. Ja, dann würde ich mal sagen, wie gesagt, folgt mir. Vergesst nicht, das Video zu liken, zu kommentieren und wir hören und sehen uns einfach in meinem nächsten. Peace!